Der 166 Seiten lange Datenauswertungsbericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft brachte nun gleich zwei Chefredakteure zu Fall. ORF-Chefredakteur Matthias Schromm und Pressechefredakteur Rainer Nowak traten nach ihren Chat-Enthüllungen zurück. So wird in dem Akt auch aufgelistet, wie die FPÖ in den Jahren 2018 und 2019 die ORF-Gebühr abschaffen wollte und welche Deals mit der ÖVP dafür im Hintergrund ausgehandelt wurden. Am 13. April 2018 gründete der damalige FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Harald Wilimski eine eigene Chatgruppe auf WhatsApp mit dem Titel ORF-Gruppe, in der die ORF-Deals der blauen Führungsspitze paktiert wurden. Also Mitglieder der Gruppe waren neben Wilimski Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Ex-Minister Norbert Hofer, Ex-Klubobmann Johann Gudenus, die Abgeordneten Markus Czank und Hans-Jörg Jenewein, ein Kabinettsmitarbeiter von HC Strache, Philipp Trattner, ja, sowie die blauen Stiftungsräte Franz Maurer, Markus Braun, Barbara Nepp und Stiftungsratschef Norbert Steger. Ende April 2019 scheint man sich mit der ÖVP dann bezüglich der Abschaffung der GIS fast einig zu sein. Ja, aber ein Monat danach wird ja das Ibiza-Video veröffentlicht. HC Strache und die türkis-blaue Koalition, die sind dann Geschichte und die Abschaffung der GIS-Gebühr ist damit vom Tisch.